Das Studium der Elektrotechnik hier an der HTW bietet, wie alle Studiengänge in den Ingenieurwissenschaften, einen großen Anwendungsbezug. Wir sind praxisorientiert in der Ausbildung, wir sind sehr dicht an unseren Studenten dran und sind natürlich auch international vernetzt. Die Elektrotechnik ist heute sehr vielfältig und allgegenwärtig. Wir haben in vielen Bereichen Automatisierungssysteme, Nachrichtensysteme, mikroelektronische Systeme und überall in diesen Gebieten werden Elektroingenieure dringend benötigt. Unsere Absolventen sind in der Wirtschaft recht gut nachgefragt, weil es heute kaum noch einen Wirtschaftszweig gibt, wo die Elektrotechnik in vielfältiger Form keinen Einsatz findet. Ob Sie Haushaltselektronik oder große Automobilwerke betrachten, überall kommt Elektrotechnik ganz wesentlich zum Zug. Sie brauchen Automatisierungstechnik, Sie brauchen Mikroelektronik, Sie brauchen Energietechnik. Und überall dort, wo auch die Schnittstellen dann zu übergeordneten Systemen der Datenerfassung sind Elektrotechniker im Einsatz, die ihre entsprechenden Kenntnisse so einbringen, wie sie sie erworben haben, je nachdem als Bachelor oder als Master von unserer Hochschule. Cedecom bietet Ingenieurdienstleistungen an, branchenunabhängig. Ein Schwerpunkt liegt im Bereich der Funktechnologien. Neben der Qualifizierung von Funkprodukten wird einhergehend natürlich auch die elektrische Sicherheit, die elektromagnetische Verträglichkeit und die spezifischen Absorptionsrate von uns ermittelt. Ingenieure werden hier mit den neuesten Technologien konfrontiert und typischerweise sind das Arbeitsplätze, die für Absolventen der HTW besonders interessant sind. Die HTW hat einen Großteil mir davon mitgegeben, was ich hier im Berufsleben brauche, durch die vielen Tätigkeiten in den Laboren an der HTW und hat auch schon das ein oder andere Messgerät gesehen, was hier sehr von Vorteil ist. Ein Ingenieurstudium der Elektrotechnik ist mit Sicherheit nicht das einfachste Studium, aber wir tun alles für den Studienerfolg. Elektrotechnik ist immer wieder spannend, es gibt immer wieder neue Herausforderungen und für mich hier als Dekan und Professor in der Elektrotechnik ist es natürlich immer auch wieder Herausforderung, mit jungen Menschen zu arbeiten und ihnen auch das Verständnis zu wecken für neue Technologien.